Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, wo wir jetzt die Horrorwelt betreten werden. Mit Monster Mansion. Mal gucken, was es da erwartet. Jetzt den Puzzleteil auf jeden Fall, so wie es klar. Ich kenne die Welt noch gar nicht, muss ich sagen. Die ist halt, kann ich schon sehen hier noch. Die hier gar nicht mehr tatsächlich. Ich weiß nur, es ist halt so eine Horror-Halloween-Welt und. Gucken wir uns mal ein bisschen hier rum. Würde ich sagen. Und ja, ich habe nicht vergessen, dass wir nochmal in die Wüstenwelt müssen. Keine Sorge. Frage ist nur, wo gehen wir hier zuerst hin? Direkt mal von irgendwelchen Fledermäusen angegriffen. Dann das Tor mischen wir auf. Wer bist du? Hallo, kannst du sprechen? Nee. Okay, Prompt Power bringt auch nichts. Bist du? Und hier geht's auch noch mehr. Nein! Oh, Kazooie. Wie komme ich denn sofort in den Huckepacklauf? Instant. Aber so, okay. Ja, jetzt schon mal hier die. Ich hab keine Ahnung, ob ich mit den Krügen machen kann. Ich nehme erstmal die Noten hier ein bisschen mit. Ein bisschen Überblick, das. Mambos Schädel, okay. Da hinten ist eine Hütte, aus der Licht strömt. Und da tanzt irgendwer. Das ist auch die Haupthütte, würde ich mal sagen. Da hinten ist das Labyrinth. Ganz hinten kann ich nicht erkennen, was da ist. Okay. Okay, hier fehlt auf jeden Fall der Zeiger, so ist klar. Da man hier hoch kann, vermute ich mal, dass wir den Zeiger noch holen können. Ah, toll. Komm ich jetzt schon wo hier 10? Oh nein. Was soll ich sagen? So, ein random guess. Junge, mit dem Gas hüpft bald. Aua! Genau, was sie gesagt hat, aber wir müssen jetzt hier. Mal mit mir reingesprungen. Ich bin gestorben? Ich hab nicht bekommen, dass ich kein Leben hatte. Ich geb's ganz offen zu. Das ist schon mal ein schlechter Anfang dieser Welt. Naja. Hier kommen wir auch rein. Fangen wir doch mal hier nochmal an. Dann Puzzleteil. Das
vermute, er muss schlafen. Er wagt es, Snapper zu wecken. Wo mag dieser Wicht nur stecken? Okay, ich dachte, er pennt gleich wieder ein, aber... Nö. Okay, Kasuis Füße sind auf jeden Fall zu laut. Ich bin jetzt schon ratlos. Er hat jetzt angefangen. Der aber wach ist. Ich vermute mal, dass es egal ist, wie schnell wir sind, es ist die richtige Stelle zu finden. Die Challenge. Nee, es knarzt ja auch. Ja, gut. Lass mal weiter gucken. Ich versuche mal in jede Ecke ein bisschen was. Irgendwann werde ich schon das Essen kriegen, hoffentlich. Okay. Also, könnte Schwindel laufen. Ich habe schon nichts anderes erwartet. Kann ich doch wahrscheinlich nichts ausdodgen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie ich am besten denen entkomme. Oder auch die haben wir geschaut. Er ist auch schneller als wir. Ich bin vorbei, bevor ich mich merke. Oh. Da kannst du drauf haben. Ich stehe schon im Spiel. Wunderbarkeitswieder werden es sein. Keine Gäste. Was will ich denn überhaupt da drin? So, es ist halt irgendwie. Boah, ne? Das ist nicht mal ein Weg zu Kultur, also das sehe ich so. Genius da mit dieses Giftbeckens. Warum ist der Grüne? Pulsar-mäßig noch keinen blauen. Außer das eine Pulsar, wo ich gesehen habe schon.
Okay, ich will sie den Time Run geben. Weil ich glaube. Das öffnet das aber mit dem Timer, wetten? Ja, klar. Der war durchgeklitscht. Der Lama-Bär, die Segel streicht. Der niemals diese Tür erreicht. Gut, okay. Partyhaus. Gehen wir das mal da ran. Zum Gläserrückenbrett. Würde ich es mal sagen. Sei gegrüßt, Feldträger. Löse das magische Rätsel und das Puzzleteil gehört dir. Wie ist es denn? Und dann nicht mehr weg. Gut, die wird knappig. Also nur 4 gesammelt eben. Ist ja auch schon die Vorverletzte. Sehr gut. Ach du Heilige. Riesige Kirsche. Ach nee, ich hasse die Gegner hier jetzt schon. Oh Mann, einfach ein Sprung nicht mehr klappen. So. Ah.
Mozart spielt auf seinem Orgelkasten. Kannst du merken, dir die Tasten? Ich soll mir gleich nachher spielen, oder was? Du hast Talent, doch nun sieh her, mach es mir nach. Es ist nicht schwer. Das war sehr gut, war richtig fein. Nehme das Blutteil und stecke es ein. Ich frage, wie das hochkommt. Okay, ganz einfach hier rüber. Das Leben nehme ich mir. Brauche ich in der Welt wirklich, hab ich schon gemerkt. Wir werden schon mal 1 und 10. Leere Honig war aber 1. Da scheint Hexenschalz zu sein. Sehr gut. Und Ginger ist ja allerdings nicht. In ihrem Auge. Ja, Ginger sehe ich keinen. Fehler wurden begangen. Wie hätte ich denn da jetzt runtergewollt? Mal ganz blöde Frage. Naja, egal, das habe ich jetzt am Leben, was ich eigentlich wieder verloren habe. Wir haben immer das Puzzleteil. Wir waren ja oben, von daher alles gut. Jo, 1 und 2. Sehr gut. Aber wenn wir heute alles haben, aber ich hoffe es einfach mal. Ich würde sagen, klettern wir mal kurz da hoch.
Tolle Hygiene. Okay, in Killer kann man so auch. Horror, Klischee, typisch. Schön pfeifen, sonst hieß es auf einen Jinjo. Wie komme ich denn nochmal in diese goldene Feder rein? Ich krieg's nicht gebacken. Ich wollte es mit der goldenen Feder überreiten, weil anderes kriegen die Geister wahrscheinlich nicht klein. Stick. Hab ich eigentlich gemacht. Geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich schuck's. Verstehe ich nicht. Puzzleteil! Ja, nice. Ich kann sagen, so leichte sind mir lieber, aber das war ja gar nicht so leicht. Das wäre mit einem blöden Geist zu besiegen. Ich nicht in diesen Modus komme. Das war's, geht nicht auf. Okay. Ich glaube, ich habe hier drin alles. Kann da auch auf dem Labyrinth laufen, auf der ganzen Hecke. Warum sollte ich auf der Hecke laufen wollen? Hier ist so ein Brunnen, wo wir bestimmt noch was machen können. Eine ganz frische Vermutung. Ich komm. Woo!
Jetzt stellt er zusammen. Google, der Bär ist zu dick, er passt ins Logo nicht hinein. Okay. Das heißt, brauchen wir irgendwas, um da reinzukommen. Ich verstehe. Warum wir ins Klo hinabgespielt werden wollen, ist eine andere Frage. Da kommen wir nicht rein. Also sterben ist ja nicht viel, genau. Und weil es so klar groß für. Wahrscheinlich wird die Zauberung, also irgendwas sein, was es kleiner macht. Ich will doch gleich rein wechseln. Millisekunden hat man da nur. Mein lieber Jinjo, komm her. Ach, schön. Ich hab gerade irgendwas gesehen. Ein Puzzleteil. Ich dachte, das ist echt der Orangene. Ginger, aber ich glaube, den haben wir auch schon. Oh. Ich komm, oh, komm. Nein. Okay, also wir kommen durch das... Kommen durch das Kaminding oben rein. Interessanterweise. Okay, die Drohnen können einen töten. Das ist natürlich gut zu wissen.
Am Dorn springen ist keine gute Idee. Ich Glenn Hau. Okay, war nämlich ein paar Noten drin. Oder ich stehe im Buch hier, danke. Das ist der Orange. Das halte ich von dir, Junge. Jawohl, damit haben wir schon mal alles in los. Das ist doch schon mal ein Anfang. Der Puzzleteil. Sehr gut. Und einige schon ziemlich viele Puzzleteile. Brauchen wir nur bei der einen Seite, bei beiden Seiten, was das kleiner werden kann. Hier sind keine Dornen, das heißt, da könnten wir drauf. Nur hier links nicht. Da, wo Dornen angezeigt werden, kriegen wir also Schaden. Wir gehen mal so mal zum Vorgehen, würde ich sagen. Einfach um mal zu gucken, was der so anbietet als Verzauberung. Wahrscheinlich das, was wir brauchen. Wie gesagt, um durch kleine Sachen zu kommen. Meine Vermutung. Gucken, was es ist. 20 haben wir auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob was. Bei ihm oben drauf ist. Das ist mal eine goldene Feder, die wir hier auf jeden Fall brauchen. Nein, nicht, okay. Schauen wir doch mal. Sunshell, kriegen wir einen Kürbis. Mmm, Mambo macht gut Kürbiszauber. Gut für Tune, leckerer, super. Ne, bitte nicht. Ja, Kartoffelsuppe, Kartoffelsuppe, Kürbissuppe ist echt nice. Eine Suppenart, die ich am meisten mag. So. Wohl auch nichts von uns. Das überlegen, also wir fallen ein paar Sachen rein.
hier machen können. Aber jetzt müssen wir dafür hoch hier hochkommen. Das ist die Challenge. Ich meine, irgendwo ein Loch gesehen zu haben, wo wir mit dem Kürzel auf jeden Fall reinkommen. Ich weiß auch, warum wir das Wasser, das Klo oben haben, dann wird das Wasser hier steigen. Michelle, wir sagen, wie komme ich hier aufs Dach als Kürbis? Wir können nichts machen, außer springen. Das Kürbis da nicht hoch, was Sinn macht. Schon knifflig. Wie kommen wir denn als Kürbis aufs Dach? Wir müssen da einmal ins Klo rein. Den Vorderweg aufnehmen müssen, aber Kürbis Vorderweg öffnen bringt ja nichts. Wir müssen ja auf jeden Fall hochklettern. Weil ich noch eine Vermutung habe, die ich schon mal ausprobieren will. Keinen Schaden aus Kürbis auf den. Schon mal gut. Wir können auch sehr weit springen, wenn wir es richtig timen. Ich muss mich gleich mal auf Zug verwandeln. Lass mal vorher ein paar Sachen mir näher angucken. Da war schon was drauf. Ja, es bringt ja auch nicht viel, da vorne auf der Hecke zu stehen hier. Also, damit komme ich ja nicht unbedingt hoch zur Hütte. Also, wir stehen dann hier auf dem Ding. Ich kann von hier aus bestimmt hier rüberspringen, wenn ich es gescheit anstelle. Naja, ist hier noch nicht so ganz im Nutzen davon. Weil wir gerade eben so ein bisschen größer bekommen. Ist ja auch was. Das war wohl auch so gedacht vom Spiel. Schon mal zwei relevante Infos sind. Das
Sollten wir ganz klar das Kürbis machen und Spendrate hätten wir es niemals einsammeln können. Das heißt, damit haben wir schon mal eine Sache abgehakt. So, jetzt die Frage. Wie kommen wir hoch zum Klo? Das wäre nämlich so die zweite. Nicht nur hoch zum Klo, sondern auch um zu dem du liegst, weil da kann ich unter dem Brett noch eine leere Honigwabe holen. Das Kürbis. Dann muss ich einen Weg geben, wie wir als Kürbis da auch hochkommen. Ich gehe mal kurz in Ego und guck mal. Dann brauchen wir noch eine Flugplatte. Aber ich glaube, wir hätten auch hochklettern können. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Jetzt weiß ich, muss ich nochmal auf den Turm hoch. Und dann kann ich mir Flugzeug da holen. Das ist das simpleste Puzzle von allen. Da wären wir bei der Hälfte schon. Hin. Mein Problem ist, wie komme ich als Kürbis da hoch? Ich sehe halt keinen Weg, der da wirklich hochführt. Eine Hecken garantiert, aber welche? Von der Hecke. Dann muss ich das Banjo aber erstmal die beiden Wege öffnen und dann kann ich hier als Kürbis durchlaufen. Ja, okay. Ich würde sagen, nächste Folge werde ich eine neue Session beginnen. Das heißt, ich werde auch mal neu wieder hier rein müssen. Und von daher fahren wir dann eh nochmal neu. Muss ich wieder neu verwandeln. Das heißt, ich starte wieder das Banjo. Das heißt, perfekt. Gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.